Das Liebesverständnis, was unsere Ahnen hatten, also von unseren vetrussischen Ahnen, das passt hier ganz gut. Wenn man sich überlegt, das Wort Liebe heißt im Russischen Lubow. 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 Wenn man das mal wortwörtlich übersetzt bzw. mal in seine Silben zerlegt, dann haben wir da Ludi, Bogov, Vedayushya. Und Ludi heißt übersetzt Menschen oder Mensch, Bogov Götter und Vedayushya wissend. Das heißt, Liebe, also Lubow übersetzt, heißt Menschen, Götter, Wissende. Oder man könnte sagen Menschen, die den Willen der Götter wissen. Oder vielleicht noch vereinfachter gesagt, Liebe ist die Achtung göttlicher Naturgesetze. Das heißt, Liebe ist die absolute Wahrheit, weil die absolute Wahrheit sind die absoluten göttlichen Naturgesetze.